Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen bei Kickstarter und hier sind eure Gastgeber, die wollüstigen Zwillingsbrüder von Joko und Klaas, die Musen von Thomas Gottschalk und Günther Jauch, die Mentoren von Stefan Raab, die Hitgiganten von Dieter Bohlen und die wahren Schlauts der Gaming-Szene. Live aus den West Coast Studios in Irland begrüßen euch unsere Showmaster Steffen und Daniel. Let's go. Wir sind wieder zurück. Meine letzten Worte, ja. Mit Milch. Mit Milch und Nerdstar TV hier. Milch ist nämlich kein Gift. Aber nur zwei Vertreter, wie wir heute erfahren haben, von Nerdstar TV. Ja. Ja. Das ist ganz wichtig. So. Man darf das Team nie vergessen. Ja. Ist so. Ganz. Ist wirklich so, ja. Es ist so. Immer in Team denken. In Team denken? Jetzt waren wir kurz vor der, pass mal auf, Jungs, kurz vor der Pause haben wir erfahren, wie ihr euch kennengelernt habt, ja. Und dann ist irgendwann die Idee zum Kanal irgendwie, hat sich zusammengefunden. Ihr habt dann irgendwie, ihr wart eigentlich vor Rocket Beans da. Warum lachst denn du so? Ich lach nur so. Das hat er. Ich hab jetzt die Milch. Okay. Hallo. Was? Habt ihr euch, Marci hat es in seiner Sendung gesagt, wir haben es mitbekommen. Wir wollen natürlich dann auch dem Marci das Gefühl geben, dass er den Fragenkatalog richtig eruiert hat, ja. Habt ihr euch dann hingesetzt und habt dann auch so richtig professionell Businessplan und so einen Scheiß geschrieben oder habt ihr gesagt, komm, gib ihm, wir machen jetzt einfach mal Knallgas? Ja, also wir sind leider nicht in Irland, sondern in Deutschland und da ist der Businessplan offensichtlich wichtiger. Also Wir haben ja gesagt, ich verstehe. Ich will das ja gar nicht, wir schon. Wir haben ja seit 2013 diese Live-Sendung gemacht und dann es hat sich irgendwann dieser Gedanke gefestigt, hey, wir kommen jetzt nicht weiter. Also entweder, weil wir haben so, okay, es schauen wenige Leute zu, weil du sendest zu wenig. Du sendest zu wenig, weil die Leute nebenbei noch arbeiten müssen. Warum? Weil du kein Geld verdienst. Okay. Ja. Und das ist so dieser Kreislauf und den haben wir irgendwie nicht geschafft zu durchbrechen als Hobbyprojekt. Und dann haben wir uns irgendwann hingesetzt und gesagt so, Alter, wir wollen das aber machen. Wir wollen das wirklich machen und wir fühlen uns so richtig am Platz, wie wir uns nirgendwo anders richtig am Platz fühlen. Und dann haben wir im Grunde ganz viel hin und her überlegt und haben angefangen mal zu spinnen, was wäre wenn. Und dann haben wir das skizziert, aufgeschrieben, uns überlegt, wie das ablaufen würde, was brauchen wir und so weiter und so fort. Und wir haben bestimmt über ein Jahr an diesem Businessplan herumgedacht. Genau, tatsächlich, um mal so konkret zu sein, die Idee haben wir, die ist so seit, also konkretisiert haben wir das seit Mai 2015. Und dann haben wir ziemlich exakt von 2015 bis Sommer 2016 immer mal wieder an diesem Ding gearbeitet, vor allen Dingen aber so Frühjahr 2016, da haben wir dann angefangen, wirklich diesen Plan auszuarbeiten und dann auch mal so diese klassischen Sachen zu machen, irgendwie zu IHK, zu so Gründungsberatungen zu gehen. Irgendwann, als der Plan fertig war, dann natürlich die Bankgespräche und so weiter. Also so dieser richtig klassische Weg und haben auch übrigens 2016 im Sommer schon angefangen, damals bei der LFM unsere Sendelizenz zu beantragen. Alles so Dinge, mit denen man sich dann beschäftigt, wo wir eigentlich noch gar nicht, das haben wir noch nicht Vollzeit gemacht. Also Marcel hat noch gearbeitet, ich habe noch studiert und hatten aber, da war das Mind eigentlich schon relativ gesettelt und es war nur noch so, okay, wenn wir quasi diesen Kredit bekommen, dann machen wir das. Ja, und das Problem war, dass sie sich da mit dem Kredit so viel Zeit gelassen haben auf die Antwort, ob wir den bekommen oder nicht, dass in meinem Fall ich schon mal wegen der Kündigungsfrist meinen Job aufgeben musste. Ich hatte eine unbefristete Vollzeitstelle in einer Medienproduktion, was schon alleine ein Sechser im Lotto ist. Absolut. Ja, dagegen vor allen Dingen so, ne? Noch krasser so. Ich hatte einen guten Job, ich hatte richtig viel Verantwortung, ich habe okayes Geld verdient, ich habe da auch schon ausgebildet und so weiter und so fort. Und das war alles so, ich war in der Spur. Weißt du, so die jahrelang studieren und Praktikas machen, haben sich endlich gelohnt. Und dann kommen wir. Genau. Ja, also das waren so auch Highlight-Momente. Aber es gab auch einfach geile Sachen. Und da haben wir dann irgendwann diese Idee und jetzt, okay, jetzt warten wir auf das Go von dem Kredit. Aber wir wussten nicht, ob es kommt und ich musste halt schon mal kündigen. Und ich saß bis an meinem letzten Tag
in der Firma und habe dann da meinen Abschiedskuchen gegessen und wusste nicht, ob wir es kriegen. Und während ich meinen Abschiedskuchen esse, schon so mit so einem unguten Gefühl im Bauch, so, wo du denkst, so, alles klar, du hast es jetzt ruiniert, du bist jetzt erstmal am Arsch, hat dann Dirk angerufen. Und du bist erst nicht dran. Ich bin erst nicht dran, weil ich noch so... Weil du im Kuchen essen warst. Ja, ja, natürlich. Und dann irgendwann, ich geh dann dran, ich so, Dirk, was ist los? Er so, wir haben's gekriegt. Und dann war das so dieser, das war einer der geilsten Momente in meinem Leben. Auf da jeden. Hat der Kuchen noch besser geschmeckt. Alter, wie der dann geschmeckt hat. Vorher war Mittel sein Gerät, aber das war der Moment, wo es dann richtig, richtig krass war. Ich kann mich auch konkret dran erinnern, ich bin halt, ich kam aus der Uni, ich hab... hatte mich auch vor relativ kurzer Zeit exmatrikuliert und wusste auch, das geht da zu Ende und habe dann irgendwie, weil wir wirklich diese Bestätigung brauchten von der Bank und unser Bankberater war irgendwie weg und ich habe dann da angerufen, da war nur die Kollegin dran und ja, kann ich Ihnen vielleicht weiterhelfen? Und ich sage, ja, kommt drauf an, ich hätte da gerne eine Info und so weiter, hier, wie sieht denn das aus? Klappt das oder klappt das nicht? Und dann sagt sie, ja, da habe ich jetzt eine gute Nachricht für Sie, Herr Ludwig. Und dann oh mein, ohne Scheiß. Und dann bin ich erst noch ein Stück, da saß ich in der Bahn, als ich gerade mit Ihnen telefoniert. Und dann bin ich in den Tunnel gefahren und konnte Marcel vorher nicht anrufen. Ich bin die ganze Tunnelfahrt, weil ich nur so, oh mein Gott, wann bin ich raus, wann habe ich wieder Empfang? Ich muss anrufen. Und dann rufe ich an und dann geht er nicht dran. Und dann bin ich hinterher, ich bin durch die Innenstadt gelaufen in Bielefeld und habe mit ihm telefoniert. Und wir haben relativ lange gesprochen. Und ich weiß noch, ich hatte Schmerzen vom vielen Grinsen. Es war so, ja. Weil das war der Moment wirklich, wir haben uns ja, wie gerade gesagt, wir haben uns anderthalb Jahre lang, haben wir uns Stück für Stück darauf vorbereitet, haben alles in die Wege gebracht, auch diese, wir hatten ja hier den Mietvertrag schon vor der Nase, wir mussten das nur noch quasi unterschreiben, es war alles schon so, es passierte alles schon und es hing alles an dieser Zusage und in dem Moment hat es Klick gemacht und ich wusste, okay, das mache ich ab jetzt. Erst in dem Moment ist dieser Groschen gefallen. Nicht vorher, keine Sekunde vorher. Mhm. Nur in dem Moment, wo die Zusage von der Bank da war, ja, wir bekommen den Kredit. Es war halt alles so theoretisch. Es war halt alles irgendwie noch theoretisch und da war es so... Bumm, ab jetzt. Das war wirklich ein krasser Moment. Kann man auch mal klatschen. Es ist wahrscheinlich ein bisschen larges Gold, wenn man das so hört, aber für uns so, von der Gefühlsstimmung war das eine absolute Explosion. Das war kann man das vorstellen. Ja, sehr krass. Ist jetzt noch, wenn man dran denkt, so ist schon... Bruno, hallo. Aber ja. ihr produziert nicht nur, habe ich das richtig gehört, ihr produziert nicht nur auf eurem eigenen Kanal den eigenen Content, sondern ihr produziert auch für Kunden auf Veranstaltungen. Macht ihr die technische Produktion oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, also, genau. Also weiterhin im untenrum Filmbereich vor allem. Film, genau. Wir haben unten einen Raum mit abwischbaren Sofas. Und ja. Nee, also das Ding ist, also so ein Sender lässt sich natürlich nicht von jetzt auf gleich mit einem Fingerschnips irgendwie so aus dem Boden stampfen, der sich komplett refinanziert. Wir wollten von Anfang an mit einem Team arbeiten. Das war also eine ganz klare Zielsetzung und haben deswegen einfach auch einen Kostenpunkt und einen Rattenschwanz, den wir mit uns rumschleppen. Und deswegen da dann jetzt die Erfahrung in den viele Jahre Agenturleben und in der Medienproduktion, dass wir halt irgendwie wussten, okay, da haben wir auch schon einen Fuß in der Tür in die Branche. Und wir haben das von Anfang an, zeitgleich haben wir im Grunde zwei Unternehmen aufgezogen. Das ist auch, glaube ich, der Grund. Zwei Unternehmenszweige. So. Genau, warum wir immer, genau, eine Firmierung, warum wir immer noch so eine 80-Stunden-Woche schieben an den schlimmen Wochen, weil wir halt im Grunde zeitgleich im Grunde zwei, also dieselbe Marke in zwei Bereichen etablieren. Und der Dienstleistungssektor, der ist für uns immer noch super wichtig. Der verschafft uns einfach Möglichkeiten, den Sender halt weiter auszubauen und zu entwickeln. Und ja, zum Beispiel jetzt auf der Gamescom werden wir auch viel unterwegs sein und da für extern produzieren und versuchen aber immer, den Sender irgendwie oder Nerdstar auch da in den Dienstleistungssektor mit einzubringen. Also oft bewegen wir uns sehr, sehr oft, also ich würde sagen 90% bewegen wir uns auch in der Gaming-Branche mit den Dienstleistungen und versuchen da natürlich den Bezug zu Nerdstar dann auch zu schaffen. Ob es dann jetzt ist, dass es auch stellenweise von uns moderiert wird oder sonstiges, da gibt es halt verschiedene Modelle. Oder zum Beispiel 2017 haben wir zusammen mit MSI deren Livestream von der Gamescom umgesetzt und haben dann das habe ich auch mit moderiert, also die Sendung dort habe ich moderiert und dann haben wir aber abends dann aus dem MSI-Studio auch noch auf unserem eigenen Kanal senden können, von der Gamescom quasi direkt. Dann hatten wir doch mal so eine Stunde und in der haben wir dann verschiedene Einspieler, die wir den Tag über, die das Team den Tag über produziert hat, haben wir dann da gezeigt, haben dann unsere Freunde, Bekannte aus der Twitch- und Online-Welt eingeladen als Gäste und mit denen dann da quasi so eine Sendung gemacht. Und ich sag's euch, live von der Gamescom zu streamen in seinem eigenen Studio-Set ist wie als Band auf Rock am Ring zu spielen. Das ist
Das ist so mein, geil. Mein Vergleich ist das. Das ist so geil. Ohne Scheiß, da geht dir die Hose auf. Da dann sein. Geht dir die Hose auf. Ja, hoffentlich nicht live in der Sendung, ja. Ja, auf Twitch ist das ein bisschen schwierig. Kostenpunkt habt ihr gerade erwähnt. Ich möchte hier an dieser Stelle an Mike D. für 3 Monate danken. Here we go again. Und Mac Drop, the Written Dog, verschenkt an Sebomat und an Puls 2 Subs. Vielen Dank für die Unterstützung, weil wie ihr gehört habt, sowas ja, tut sich auch nicht von alleine finanzieren, ja. Du hast eben was Spannendes gesagt, nämlich 2017 hast du erwähnt. 2017 wurde auch die Nerdstar UG anerkannt von der IHK zum Ausbildungsbetrieb. Ja. Habt ihr momentan Auszubildende? Also wie viele? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, im Grunde sind es 3-mal Mediengestalter, Bild und Ton, die wir ausbilden. Ja, und letztendlich, also Mediengestalter, Bild und Ton ist ein ganz normaler handwerklicher Beruf. Es geht im Grunde hauptsächlich darum, also Kameraarbeit zu absolvieren, Schnittarbeiten zu absolvieren. Und bei uns spielt nochmal viel Konzeption und Studioarbeit, also Live-Produktion, eine wichtige Rolle. Und deswegen glaube ich auch, dass wir als Ausbildungsort super wertvoll sind. Also wenn ich meine Ausbildung mache in einer Agentur, die Werbefilme machen, dann wirst du hauptsächlich zwar mit sehr hochwertigem Equipment arbeiten, aber du wirst halt immer nur, keine Ahnung, sag ich mal, Industriefilme drehen und da dann dabei sein. Und als Zubi darfst du wahrscheinlich sowieso nicht ran an die Kamera und machst halt da viel Assistenzarbeiten. Und hier bei uns ist es so, wir sind ein kleines Team. Jeder muss hier richtig ran und muss halt auch in vielen verschiedenen Bereichen reinschnuppern. Und das ist super wertvoll für die Entwicklung, weil man im Grunde alles einmal kennenlernt. Du lernst halt die Kameraarbeit kennen, das halt live und halt als Aufzeichnung. Du lernst halt Schnitt kennen, du lernst Live-Schnitt kennen, arbeiten im Studio mit super vielen Videosignalen, du lernst Konzeption kennen, du machst dann auch mal viel Social Media und so bieten wir, glaube ich, einen mega geilen Ort, um sich zu entwickeln und dann auch seinen Schwerpunkt zu finden und dann auch festzulegen und hier dann auch ausüben zu können. Also ich hätte hier wirklich sehr gerne meine Ausbildung gemacht. Zumal der Livestreaming-Bereich ja auch einer ist, der auf jeden Fall in der Zukunft sich noch weit entwickeln wird. Da wird eine ganze Menge passieren. Ja. Ich glaube, da gesettelt zu sein, da das Wissen und den Background irgendwie zu haben, das wird eine wertvolle Geschichte. Und wie Marcel schon sagt, also auf jeden Fall, ich bin auch ein Hands-on-Typ, also ist immer besser, direkt Sachen machen zu können. Und letztlich ist, und das ist das schöne, Nerdstar, also vor allen Dingen der Sender, natürlich für uns auch einfach eine große Spielwiese hier. Das Studio, was wir hier haben, alles, was hier ist, wir entscheiden gemeinsam, was wir hier machen wollen und hier können eben auch Leute dann ihre Ideen mit einbringen und sich auch verwirklichen zu so einem bestimmten Grad halt. Und das, glaube ich, ist tatsächlich sehr wertvoll. Wenn da jetzt an den Fernsehgeräten zu Hause jemand sitzt und möchte gerne bei euch mitmachen, ist noch Platz oder sagt ihr erstmal momentan ist Aufnahmestopp, aber vielleicht ja eine Initiativbewerbung, keine Ahnung. Wie sieht das aus? Ja, also das in jedem Fall. Initiativbewerbungen gehen im Grunde immer. Das ist von uns tatsächlich, das bringt jetzt so die ersten Jahre der Selbstständigkeit und als Startup, als dass wir uns halt auch immer noch sehr deutlich sehen, mit sich, dass man nicht so eine langfristige Planungssicherheit hat. Also wenn wir jemanden einstellen, dann gewährleisten wir schon, dass das für den Zeitraum ist, beispielsweise Azubi, dass das halt auf jeden Fall durchläuft. Aber wir wissen jetzt zum Beispiel noch nicht, okay, können wir uns in den nächsten 6 Monaten nochmal vergrößern oder nicht. Deswegen sind Initiativbewerbungen, glaube ich, immer möglich. Dass auf jeden Fall. Dass wir das auf dem Schirm haben und wenn wir merken, alles klar, jetzt ist Bedarf da, beispielsweise, weil eine Staffel X gebucht wird oder so und man hat dann einfach noch mehr Bedarf an Personal und an Arbeitskräften, dann auf einmal geht das halt ganz schnell. Aber es ist jetzt akut jetzt nicht, wir suchen jetzt gerade nicht aktiv nach, keine Ahnung, Person X oder so. Also wie kann man sich für den Zuschauer da draußen, wie kann man sich das bei euch vorstellen? Habt ihr eine gute Idee? Entwickelt die, schreibt ein Exposé, so diese normalen Standardwege, die man da kennt und versucht die vielleicht auch an einen Partner zu verkaufen? Oder wie geht ihr da so vor? Was ist euer Weg, dass man vielleicht nachher auch ein Produkt finanzierbar bekommt? Nicht den gesamten Kanal, sondern auch ein einzelnes Format? Mhm. Das ist tatsächlich interessant, weil gerade auf Twitch der Standard natürlich nicht die Standardvermarktung nicht über Formate stattfindet. Ja. Sondern Standardvermarktung findet immer für komplette Kanäle statt. Das ist so, dass die Leute, die Twitch-Marketing gewöhnt sind, kennen genau das. Und dann gibt es wieder andere, die kommen vielleicht, die haben Erfahrung mit Marketing im Fernsehen oder sonst welchen Placements, die allerdings haben dann keine Erfahrung mit Twitch.
Und das heißt, ich muss sozusagen diese Diskrepanz, diese Lücke irgendwie füllen, zu sagen, okay, pass auf, hier ist jetzt ein Format oder eine Reihe oder ein Event. Und da suche ich jetzt quasi einen Partner für. Und das ist in der Tat eine Herausforderung und auch was, wo wir sicherlich noch nicht am Ende der Reise sind. Absolut, ja. Wo man sich Stück für Stück natürlich eben einen Pool auch an Partnern aufbaut, wo man weiß, okay, die haben vielleicht besonders Interesse an E-Sport-Produktionen und wenn dann mal ein Event ansteht, ein Turnier oder sonstiges, was wir übertragen, dann kann ich die da schon mal ansprechen und die sind mindestens interessiert. Mhm. Dann klappt oder nicht, sei mal dahingestellt. Und tatsächlich, klar, also wenn wir jetzt so ein größeres Event zum Beispiel planen und brauchen, um das zu finanzieren, einen Partner, dann gibt es im Zweifelsfall dazu auch ein kleines Exposé oder ein Konzept, ein Kurzkonzept. Ja, und vor allem Arbeitsproben. Arbeitsproben ist immer das Stichwort, ganz egal. Vor allem für die neuen Leute, ne, die sich gar nichts vorstellen können. Völlig egal, für was man sich bewirbt, ob es jetzt auf eine Stelle ist, weil das eben als Thema war, oder ob es jetzt in der Partnerakquise ist, Gastakquise, also ich finde Arbeitsproben, dass man sich genau vorstellen kann, worum es geht, wie das aussehen wird und so, was möglich ist, sind halt immer ein Stichwort. Also wenn ihr unser Partner werden wollt, ja, dann können wir auch mal über Preise verhandeln, gar kein Problem. Das ist ja der Witz, den wir bekommen. Also tatsächlich haben wir jetzt auch zuletzt immer mal Anfragen bekommen, ob wir nicht irgendwie irgendwas sponsern wollen oder so, weiß ich auch nicht, ein Turnier oder so eine LAN oder so. Und das ist dann immer natürlich für uns irgendwie ganz, ich meine, Haben wir in der Tat auch schon bekommen. Es ist, ehrt einen ja irgendwie, dass man in Erwägung gezogen wird, aber also tatsächlich irgendwie für so Geschichten überhaupt nicht ansatzweise. Ja. Ich finde es spannend, was du erzählst, weil das sind diese Gemeinsamkeiten. Also uns geht es da genauso. Auf der einen Seite vielleicht auch Sponsoren oder Partner zu akquirieren, die man vielleicht auch aus Film und Fernsehen kennt, den muss man erstmal Twitch beibringen, ja. Wir versuchen auch den Weg zu gehen. Wir haben das ein oder andere Format vorgeplant, was wir zukünftig dann im neuen Studio produzieren wollen. Wir versuchen halt wirklich nicht den Kanal an den Mann zu bringen, sondern die einzelnen Produkte zu vermarkten und zu sagen, ey, ihr könnt Partner für das Produkt sein. Ja. Und das ist eine Herausforderung, ja. Die klassischen Produkte oder die klassischen, wie sagt man, Marken, die man kennt auf Twitch, da gehen wir gar nicht mehr dran, weil die einfach so ein bisschen ihre Richtung haben. Die sagen, ja, wir supporten ganze Kanäle, ja, das ist so klassisch. Wir versuchen so ein bisschen vielleicht auch die neuen Marken zu akquirieren. Es ist sehr spannend auf jeden Fall. Ja. Spannendes Ding. Ja. Ganz schnell eine Frage noch. Ihr hattet das eben gesagt, du hattest eben so schön Fernsehgeräte gesagt. Ja. Wir hatten in den letzten Monaten sehr viel Kontakte, vielleicht auch immer ganz schnell und dann aus der alten Zeit zu vielen Fernsehproduktionen, so auch, wo wir noch Kontakte zu haben. Und wir haben eins festgestellt, da findet gerade so, man glaubt das gar nicht. Ich habe vorher immer zu Steffen gesagt, nee, die haben ja einen Tunnelblick, die fahren ihre Nummer weiter, da geht seit 30 Jahren gut, die machen kleiner das Wandel, weiter. Ne? Wir erleben da doch aktuell bei vielen Produktionsfirmen einen kleinen Wandel. Und auch immer zunehmend den Blick Richtung Twitch aktuell in Meetings, die wir jetzt gehabt haben. Glaubt ihr, jetzt mal für uns, aber ihr seid ja schon einen Schritt weiter, wir sind ja sozusagen noch, bei uns geht ja der Schritt mit, wir müssen das ganze Studio, wir müssen erstmal eine Toilette reinbauen, ja, wir haben das ja noch vor uns, ja, das habt ihr ja schon abgerissen, das Ding. Glaubt ihr, ist das ein Ernst, also, oder anders, wie geht ihr mit diesem ernstzunehmenden Mitbewerber um, weil die kommen mit ganz viel Equipment, die kommen vielleicht mit ganz viel Kohle um die Ecke, ja. Wie seht ihr das? Wie guckt ihr da hin oder nehmt ihr die überhaupt wahr? Also, was heißt, wir nehmen das wahr? Also es ist schon so, dass man also in Gesprächen das mitbekommt, dass das Thema interessanter wird. Da gehen, teilweise sind es auch vielleicht große Unternehmen, die dann sagen, okay, wir wollen unsere eigenen Brands irgendwie formieren auf Twitch und so weiter. Und man sieht ja auch hier und da schon mal so ein paar Experimente, die da unterwegs gewesen sind. Ja. Auf Twitch, die bisher aber teilweise oder meistens nicht so fruchtbar waren. Und wir haben natürlich schon auch festgestellt, dass es nicht so ganz so einfach ist, sagen wir mal, hier einfach plötzlich einen Start zu erzwingen auf Twitch und mit einer Erfolgsgarantie hier neu reinzustarten. Und ich glaube, dass da viele noch auch einige Wege zu gehen haben. Denke aber nicht, dass es dass das irgendwie schon am Ende ist, weil also Twitch öffnet sich in Richtung neuer Bereiche. Ihr habt es gerade schon gesagt, Unterhaltung. Gaming ist sehr abgedeckt und ich glaube, im Gaming-Bereich ist nicht mehr so super viel zu holen hier im Markt. Da streiten sich sozusagen die jetzt
die Leute, die da sind, um die vorhandenen Anteile, aber es wird nicht so ein signifikant höherer Anteil an Leuten, die zuschauen im Gaming-Bereich. Höchstens so jüngere Leute, die nachkommen, aber ich glaube, da ist ein Deckel drauf, sondern es ist irgendwann auch interessant, dass irgendwie eine andere Form von Unterhaltung noch da ist, weil die Leute können nicht 24/7 nur sich Gaming reinziehen. So, das ist halt einfach nervig. So ist es, ja. Twitch öffnet sich und ich glaube, dass da schon einiges noch jetzt kommen wir. Du siehst viele Streamer, die jetzt anfangen zu kochen. Ich habe das, ist insane gerade, wie viele Streamer gerade Kochstreams an den Start bringen. Das ist wirklich unfassbar. Mhm. Und auch Leute, die halt sonst da mal gefühlt nicht gesagt hätte, die haben was damit zu tun. Aber man sieht einfach, die stellen sich, das sind Leute, die eben auch smart sind und auch den Markt gut im Blick haben. Zum Beispiel ein Lost, ehemals Lost Aiming, der auch immer ein bisschen guckt, okay, was geht eigentlich so? Und der stellt sich breiter auf, weil er sagt, okay, ja, damit kann ich die Leute auch noch mit anderem Content begeistern. Ja. Und ne? wenn ich jetzt so denke, so wenn Verlege den Twitch-Markt für sich entdecken. Also da ist so als Beispiel jetzt vielleicht Max, Monsters and Explosions, die dann auch mit viel Budget sich ein Studio gebaut haben oder zwei Studios gebaut haben und da halt einfach auch sehr coolen Content liefern. Also schaue ich irgendwie gerne rein. Und das ist etwas, was ich auch überhaupt gar nicht aber als Bedrohung wahrnehme. Da ist halt vielleicht jemand, der mehr Budget zur Verfügung hat, der schon jahrelang etabliert am Markt ist, also einen Namen hat mit der GameStar im Hintergrund, mit Webedia und da dann jetzt sowas an den Start bringt. Empfinde ich aber gar nicht als Konkurrenz oder als Problem, sondern im Gegenteil, sie sensibilisieren den Markt halt dafür und sprechen vielleicht auch nochmal andere Leute an, Partner an oder Menschen an, die vorher nicht so richtig das auf dem Schirm hatten und dann sehen, okay, da entwickelt sich was. Da ist ein Markt, wo im Grunde viele Leute ist und wo man authentisch sein kann und nah am Zuschauer ist, was ja im Grunde was ist, was sich auch viele einfach wünschen und das so für sich entdecken. Deswegen finde ich das überhaupt gar nicht ein Problem, wenn jetzt auch das klassische Fernsehen das für sich entdeckt und da mit an den Start gehen will, weil am Ende entscheidet halt immer der Zuschauer, wo er dann zuschauen möchte. In jedem Fall sind wir mit den Produktionen hier noch nicht am Ende, wo es hingeht. Ich glaube, dass das jetzt alles noch die Reise dahin, wo mal quasi interaktives Fernsehen im Netz auch landen kann. Absolut. Da bin ich fest und überzeugt. Hier vielleicht die Frage auch, weil Podmensch interessiert das auch. Ihr habt ja verschiedene Formate bei euch auch gesetzt, ja, und mit auch verschiedenen Moderatoren. Vor allem stellt gerne mal eure verschiedenen Formate vor und Podmensch aus Discord würde sich dafür interessieren, wie überhaupt der Toilettentalk zustande gekommen ist. Ja, bitte, dann kannst du gerne reinstarten, aber da über Formate rede ich auch sehr gerne nochmal kurz. Ja, genau, also das vielleicht einmal kurz so das Formatthema einladen. Also wir sagen wir das Senden in Formaten, also wir denken in Formaten, so wie ihr es ja auch Man überlegt so, okay, ich habe jetzt ein Thema, was mich interessiert, was mir Spaß macht, wo ich was zu machen möchte, kann ich da ein Gerüst drumherum bauen, eine Rahmenbedingung schaffen und verschaffe einem, jetzt sage ich es mal, Gameplay-Slot einen neuen Sinn. Also ich spiele nicht einfach nur das Spiel, auch das kann ein Format sein, aber ich spiele nicht einfach nur ein Spiel, sondern ich versuche da irgendwie Elemente einzubauen, die vielleicht wiederkehrend sind, Elemente einzubauen, die dann irgendwie über das reine Spielen hinausgehen und deswegen kann man so schon sehr schnell Formate kreieren und das ist was wir uns aufbürden, immer machen zu wollen, dass wir halt im Grunde auch mal, natürlich gibt es mal Füllslots, wo man jetzt ist, ein neues Spiel ist da, das will man antesten, kann ich damit überhaupt was machen und man will so aktuell sein, dass man gar nicht Zeit hat, sich da groß jetzt irgendwie mit dem Spiel drauf vorzubereiten und deswegen bringt man es erstmal als Gameplay-Slot, als Beispiel, aber ansonsten versuchen wir immer sehr viel in Formaten zu denken und da gibt es halt für verschiedene Kategorien verschiedene Ansätze, es gibt im Grunde unsere Frühstückssendung, das ist Spawned, das die wir am Start haben, wir haben unser Retro-Format, das ist Nerdstalgie. Wir haben beispielsweise unser News-Up-Format, das ist der Toilettentalk, auf dem eben angesprochen wurde, der ist vor allen Dingen dafür da, einen Blick hinter die Kulissen zu geben, mal zu erzählen, okay, was geht bei uns momentan überhaupt ab, was sind so kommende Formate oder Entwicklungen, was machen wir auf der Gamescom, wann ist das nächste Community-Event, also dafür ist so der Toilettentalk, da wollten wir eine Anlaufstelle schaffen in einer sehr intimen Atmosphäre, wo man einfach mal in das hinter die Kulissen blicken kann von Nerdstar. Entstanden ist das übrigens aus der Not heraus, wie glaube ich, viele schöne Ideen, weil damals unser Webseiten-Server ausgefallen ist und ich musste ein kurzes Video drehen, hey, unsere Website ist down, kein Problem, sie ist aber bald wieder da, sodass die Leute Bescheid wissen und ich hatte in meiner damaligen Wohnung einen Ort, der besonders vom Ton schön war, das war das Klo.
Und dann habe ich mir einfach gedacht, hey, setz ich mich halt aufs Klo, und so ist der Toilettentalk geboren worden. Der war anfangs, war der immer nur auf YouTube und jedes Mal auf einer anderen Toilette. Das war dann so der Running Gag. Mal war es nur ein Gebüsch, mal war es irgendwie das Klo von irgendeinem Festival oder so. Das und ging dann irgendwann sind dir die Klos ausgegangen. Irgendwann sind die Klos ausgegangen. Dann haben wir es dann auch live gemacht und du kannst halt nicht mal eben so schön von überall Dings machen. Aber ist auch egal. Also das sind so im Grunde so die Formate. Warte mal, noch mal weiter. Wir haben noch einige. Aber sei froh, dass du alleine auf dem Klo sitzt, weil Dr. Disrespect ist auch aufs Klo gegangen. Aber dann war er 30 Tage weg, ja? Ja. Also genau. Also ich empfange schon Gäste auch auf dem Klo. Das nennt sich dann, die Unterkategorie heißt Gäste-Klo. Aber ist alles abgesprochen. Dann. Ist alles abgesprochen. Ach so. Ist alles abgesprochen. Das ist gut. Ja, Formate, bitte. Genau, also es gab dann zum Beispiel noch die Nerdstar Late Night, das war damals unser Aushängeformat, in dem wir verschiedene, also so ein Late-Night-Show-Format quasi wie aus dem Fernsehen kopiert haben, haben wir inzwischen eingestampft, weil Aufwand und Nutzen nicht in Relation standen. Und zu wenig Twitch. Das ist auch so, genau, ich glaube, wahrscheinlich deswegen halt, da will ich gleich nochmal hingehen, wir haben Unplugged, unser Brettspielformat zum Beispiel, in dem wir regelmäßig ja Brettkarten und nicht digitale Spiele zocken. Ja, Trash Bash für die schlimmsten Spiele, die es auf dem Planeten so zu holen gibt. Haben wir da, wir haben halt, also Viewer Games ist im Grunde nur eine Kategorie, wo wir halt primär halt einfach mit den Zuschauern spielen. Dann also, unsere Turnierreihe, die Nerd Arena Masters. Ja, also also wir denken halt einfach alles in Formaten, deswegen gibt es da. Genau, und da, um das abzuschließen, weil Marcel gerade schon sagte, die Late Night zum Beispiel war vielleicht nicht Twitch genug und ist auch eins der Formate, und ich glaube, dass tatsächlich bei Twitch der Weg dahin, dass Formate als solche akzeptiert werden oder die Unterteilung in Formate, das sind noch ein paar Meter zu gehen. Also die Leute assoziieren einfach Twitch doch sehr, sehr stark noch mit Gameplay, und da ist dann der Punkt, was Marcel auch sagt, dass jetzt mehr Leute auch das machen, die Rocket Beans sowieso, aber auch andere, die noch in diese Kerbe reingehen. Man schafft Bewusstsein an der Stelle dafür, dass man auch sowas aufziehen kann. Es ist bloß so, dass man irgendwann vielleicht, oder dass ein Zuschauer erstmal Schwierigkeiten hat, einen Kanal zu haben, zu sehen, der hat eine riesen Diversität, der hat 20 Kanäle. Und wenn er auf jedem der Kanäle nochmal sich 10 Formate merken muss, dann muss er sich auf einmal 200 Formate merken. Und plötzlich ist es für ihn nicht mehr komfortabel und ein Plus, dass es Formate gibt, sondern es ist nur noch verwirrend und nervig. Und deswegen ist das bei uns tatsächlich auch gerade ein Diskussionsthema. Wie kann man quasi es dem Zuschauer da auch einfacher machen? Ja, weil es sowieso so kompliziert ist. Dass man das schnell rafft und dieses Konstrukt Nerds da zum Beispiel bei uns einfach erstmal verstehen kann. Ja, und da sind wir momentan super in der Konzeptionsphase und wollen auch nach der Gamescom das Programm verändern und da nochmal neue Sachen ausprobieren. Zum Beispiel. Mit euch zum Beispiel. Ja, cheers. Also es ist ein dauerhafter Wandel, kann man sagen. Also bei uns ist das sowieso ja auch, also man plant ja die ganze natürlich. Zeit auch. Ja, man will ja auch die Leute abholen an den Fernsehgeräten zu Hause und einfach auch aber dieses Twitch, diese interaktive, nicht mehr Teletext, Seite 256, ja, sondern echt dieses Interaktive mit den Leuten dann auch implementieren. Und das heißt nicht, das hat Daniel in den letzten Sendungen so schön gesagt, nicht vielleicht auch die ganze Zeit mit dem Chat drauf eingehen, was die Leute schreiben, sondern die Leute mit einbeziehen. In zum Beispiel Umfragen oder irgendwas, ja, damit die einfach ein Teil auch der Sendung sind. Ja, aber ich sehe, wir haben viele Parallelen und wir arbeiten an ganz vielen gleichen, wie sagt man, nicht Baustellen ist, aber wenn so Herausforderungen. Herausforderungen, vielen Dank, ja, mir fehlte das Wort gerade. Also da haben wir die gleichen Ansätze. Wir haben es gerade natürlich noch relativ einfach, weil wir alle anderen Programmer oder ich sag mal auch, wir hatten auch mehrere, wie man immer so schön sagt, auf Twitch Streamer auf diesem Kanal, ich mag das Wort nicht, aber Streamer auf diesem Kanal, und das haben wir alles eingestampft. Wir haben gesagt, wir machen nur diese eine Show aktuell und die lassen wir erstmal, die muss sich einbrennen, weißt du, die muss sich entwickeln, da ist so viel, auch innerhalb der Show, da wird noch so viel dran passieren, aber die Herausforderung, bevor wir diese Sendung gestartet haben, haben wir viele Umfragen gemacht, und wisst ihr, was bei uns so ein bisschen ankam, war natürlich so, nee, Talkshow mit Gästen so, das ist 2009 Fernseh, wollen wir alles nicht und so, ja, weil Twitch ist Gaming, Twitch ist das, Twitch ist dieses, Twitch ist alles das, was wir gerade
Also wenn wir die Umfragen von damals nehmen, ist Twitch all, also wir machen all das nicht, was in den Umfragen stand, ja. Und dann haben wir gesagt, wie finden wir die Verbindung? Marci hat das eben so schön herausgefunden. Er hat dann gesagt, ich habe dann gesagt, komm, okay, mit Steffen hier gesessen, diese Plug-and-Play-Lösung, diese beschissene Skype. Nee, wir hatten damals sogar noch Discord, war viel schlimmer. Hallo zusammen. Ja. Nee, aber genau das hat dieses Persönliche dann doch gebracht, dieses Zuschalten, diesen Internet-Charakter, ja. Und dieses Internet. Und das ist dann ganz gut angekommen, obwohl wir das Rad, wir hatten letztens mit jemandem geschrieben, ein ehemaliger Twitch-Mitarbeiter, Grüße gehen raus. Wir haben das Rad nicht neu erfunden, so, ja. Das ist halt eine Talksendung, ja. Ganz normal. Aber wir haben gerade die Gäste nicht hier sitzen, so, ja. Das ist ja bei euch oft der Fall, so. Das ist ja dann nochmal relativ klassisch, wobei ich finde es klasse, ich hätte es auch gern, ja, wobei, wie gesagt, in Irland immer wird es schwierig, aber diesen Zuschaltcharakter, den ich eigentlich zu Beginn bemängelt habe, habe gesagt, ja, das ist aber irgendwie, das hat halt am Ende des Tages, macht es halt irgendwie doch aus. Ja. Ich habe zu Steffen letztens gesagt, wenn wir demnächst im Studio sitzen und haben die Gäste vielleicht bei uns sitzen, dann reißt es vielleicht auch den kompletten Charakter von Kickstarter, so wie es heute ist, raus, ja. Vielleicht, man weiß es nicht. Das Ding ist, Wir haben zum Beispiel, also eins unserer Talk-Formate ist Barbecue and A. Ja. Also Motto ist Fleisch und Fragen. Es wird halt gegrillt und dann gequatscht. Da hatten wir damals zum Beispiel mal den Björn Pankratz da von Piranha Bytes zu einem 3 Stunden Q&A, wo wir Fragen hatten und die Zuschauer dann Fragen reingebracht haben. Der war halt bei uns und ich glaube schon, dass man in so einer Atmosphäre, wo man gemeinsam was isst, wo es ein bisschen ungezwungener ist und man sich auch angucken kann, dass das schon nochmal ein Vibe ist, wenn man es schafft, den irgendwie erstmal zu erschaffen und den dann auch noch einzufangen und zu transportieren, ist das was für mich persönlich, also beim Machen sowieso, aber ich glaube auch beim Zuschauen ein krasses Plus ist. Aufwand mal völlig beiseite geschoben. Allerdings muss man sich immer tatsächlich überlegen, okay, bekomme ich das tatsächlich in diesen lockeren Rahmen auch rein und habe ich da das notwendige Interesse auch von Leuten? Also ihr habt zum Beispiel, wie man es ja schon sagt, ein gutes Händchen für eine kuratierte Gästeauswahl und die dann aber wirklich herzubekommen. Und das ist tatsächlich dann wieder das logistische Problem. Das ist teilweise fast unmöglich zumindest auf so einer täglichen Basis. Da bräuchte ich nochmal auf jeden Fall eine ganz andere Art von Team. Ja. Ich habe noch eine Frage, und zwar, ihr seid ja auch nah an der Community, ihr macht auch, glaube ich, Community-Events teilweise. Kann man dann auch einfach bei euch mal vorbeikommen im Studio oder sagt ihr, das ist eher so, nee, lieber nicht, wenn wir nämlich gerade auf Sendung sind, ist das schwierig oder wie läuft das bei euch ab? Ja, das geht, also es ist so ein bisschen abhängig gerade von der Arbeitssituation. Wenn jetzt gerade jetzt hier kurz vor der Gamescom ist es auf jeden Fall super stressig, weil wir so viel vorzubereiten haben. Aber grundsätzlich sagen wir das auch immer in den Sendungen oder auf dem Discord. Man kann uns immer besuchen kommen. Man soll das im besten Fall vorher absprechen und irgendwie ankündigen, weil das wäre schade, wenn wir dann alle gerade auf Dreh sind und keiner ist hier. Für so einen Besuch ist das ja nicht gerade... Ja, oder einfach, wenn es sehr stressig ist. Genau. Oder wenn es halt super stressig ist gerade. Dann passt es halt nicht so gut, aber grundsätzlich ist das immer möglich, dass man hier hinter die Kulissen schaut und vielleicht auch sogar mal Teil der Sendung ist. Und es passiert auch regelmäßig. Es passiert regelmäßig. Also wir haben bei Spawn regelmäßig Leute aus der Community, die dann mit Dirk zusammen frühstücken. Wir haben auch schon in den Gameplay-Slots Leute hier aus der Community gehabt, die dann mit uns gespielt haben. Also das halt super gerne. Da gibt es keine Staatsgeheimnisse oder so, die nicht nach außen dringen. Und momentan gibt es Brot umsonst. Ja? Und ja, Brot für die Welt, ey. Ohne Shit, das ist also alles, so viel man möchte. Das ist aber tatsächlich... also tatsächlich, wie gesagt, Bescheid sagen ist, glaube ich, einfach Pflicht, weil es auch die Momente gibt, in denen es nicht so gut passt. Und wir haben zum Beispiel häufig die dann so Marathon-Streams auch mal gemacht am Wochenende, was auch wieder kommen wird. So 33-Stunden-Stream ist unser unsere Signature-Zeit, aber auch schon 50 oder 60 Stunden. Und tatsächlich ist das was, wo sich Leute aus der Community sehr drauf freuen. Wir freuen uns drauf. Und da fragen ganz häufig Leute nach, kann ich da nicht vorbeikommen? Und tatsächlich ist das einer der unpassendsten Momente vorbeizubekommen, weil dann hier eigentlich hat gar keiner so richtig einen Kopf dafür, weil es ist zwar lustig und wir haben halt irgendwie viel Spaß hier, aber wenn dann Gäste da sind, hat man immer das Gefühl, man muss ja auch ein bisschen sich mit denen um die kümmern oder will mit denen ja auch sich beschäftigen. Studio und das kann man mal ne, was zeigen und das kann man dann echt gar nicht. Und ich habe das viel lieber, wenn jemand kommt, separat, der da mal für ein Stündchen, für einen Kaffee da ist, wo man wirklich schnacken kann und so.
Und da dann so mega gerne, jederzeit. Spawn ist perfekt dafür. Dann sind sie live auf dem Sender, man kann mit ihnen frühstücken und dann im Anschluss, wenn Spawn vorbei ist, zeigt man hier alles. Wobei viele auch nicht vor die Kamera wollen. Ja, ne? Wenn sie, das stimmt, ja. Das ist nicht logisch, genau. Aber das ist so ein ganz schöner Moment, weil die Sendung geht 1,5 Stunden, dann ist Spawn vorbei und dann hat man genug Zeit, da zu quatschen und sowas. Einer der Redakteure schreibt gerade Spionage beim Feind, da sehe ich mich. Wir sehen das ja ein bisschen anders. Miteinander statt gegeneinander. Ich habe da eher ein Angebot. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten wirklich... Er hat ein Angebot? Ja, ich habe ein Angebot. Das kann ja öffentlich callen. Miteinander statt gegeneinander. Also wir haben wirklich, was uns in den letzten Monaten echt sehr gut gelungen ist, ich habe das sehr schön gesagt, Gästeakquise, wir haben eine echt super geile Koordinationscrew, die Gäste ranholt. Das muss man denen mal großes Lob... ja, ist auch sehr groß. Mit Steffen hier rechts, der das Team da auch anführt, muss man sagen. Die machen das megamäßig. Wenn ihr da mal irgendwie was gesehen habt, ja, dann gibt uns einen Hinweis, dann da kann man definitiv, glaube ich, auch schnell Kontakt herstellen. So, ja? Wir haben da also mal an euch mal einen Call, so, ja? Wenn ihr da jemanden gesehen habt. Nicht an jeden da draußen. Nicht an jeden da draußen. Obwohl wir immer für Miteinander sind, aber ja, wenn jetzt jemand sagt, ich würde gerne Erkan und Stefan treffen. Das wird schwierig, dann wird schwierig. Aber mal an euch den Call, so, wenn ihr da mal jemanden seht, wo ihr sagt, könnt ihr mal einen Kontakt herstellen, dann haut uns an hier. Ihr habt ja jetzt den Draht zu Steffen, so. Wirklich. Zu mir? Miteinander statt gehen. Das macht mehr Sinn so. Die Skype-Eddy. Ja, geil. Ja. Ja. Habt ihr denn einen Wunschgast? Ja, das ist genau die nächste Frage. Ach so, habe ich dir die jetzt weggegriffen? Ich wollte mich auch fragen, ihr habt jetzt so viele Leute wahrscheinlich schon bei euch, aber gibt es einen Wunschgast? Habt ihr jemanden, wo ihr sagt, den hätte ich gerne mal bei uns sitzen? Erstmal vielen Dank für das Angebot. Also da kommen wir mit sich irgendwie drauf zurück. Gleich ist natürlich umgekehrt. Wenn ihr mal wen irgendwie bei uns gesehen habt, den ihr gerne mal haben wollt oder so, da können wir uns, glaube ich, einfach ganz entspannt. Ist ganz einfach, euch beide gerne mal in Irland. Ja. Kann ich direkt sofort lostackern. Idee. Zack. Wir finden euren Küchensponsor auch ganz spannend. Vielleicht kann man da ja auch was machen. Wir haben schon gestrickt, wie wir euch das verkaufen, dass ihr den verkauft. Wir bauen eure Küche überall auf, wenn es sein muss, auch in Irland. Ja. Das ist doch ein Werbespruch. Die sind tatsächlich international unterwegs. Also, wir brauchen leider, noch eine Küche. Nur leider da nicht mit der eigenen Marke. Also es wird wahrscheinlich für die nicht so mega spannend sein, aber aber wir produzieren ja für den deutschen Markt. Ja, also. Ja letztlich. Wir müssen nur die Küche hier rüber liefern. Nee, aber ihr seid herzlich eingeladen hier vor Ort. Ja, wir kommen irgendwie auf jeden Fall mal vorbei. Ja. Das ist ja schon, haben wir schon eigentlich gesetzt, oder nicht? Ja. Das war doch jetzt schon fix, oder nicht? Ja, das war fix. Ja, das war fix. Okay, aber Wunschgast. Ach, das ist wirklich schwer zu sagen. Also, wenn man jetzt mal spinnt, also letztendlich sind für uns alle die auf Twitch unterwegs sind und irgendwo auch unsere Sprache sprechen, da gibt es mit Sicherheit auch mal welche, die einfach einen anderen Spirit haben als wir. Und dann würde, glaube ich, nicht so ein schönes Gespräch entstehen hier auf dem Sofa, als wenn das jemand ist, der dann so im Grunde unsere Sprache spricht, sind für uns alle super spannend. Wenn man jetzt mal richtig spinnen will, so richtig... Ja. Und sagt so, alles ist möglich, dann hätte ich schon ganz gerne J.J. Abrams hier und würde mit ihm über Star Wars Episode 9 sprechen. Also letztendlich glaube ich, da gäbe es ein paar Fragen, die ich hätte. Du spielst Star Wars Old Republic, oder? Kann das sein? Ja, so immer mal wieder. Immer mal wieder, wenn ich da Zeit für habe. Aber ich habe noch nicht mal eine Story beendet. Also ich bin da jetzt nicht... MMO ist auch nicht so richtig mein Genre, muss ich sagen. Aber du bist, ihr seid Gamer trotzdem durch und durch. Also Star Wars bist du ja ein Fan. Er hat hier auch immer, guck mal. Ja, extra. Ich habe extra für dich heute hier angezogen. Ja, Da kriegst du mich mit. Das hast ja auf den Star Wars Shirts. Also nicht weit von hier, Marci, nicht weit von hier wurde ja auch, wie nennt sich das? Skellig Island oder so? Wurde auf der Insel hier wurde ja gerade der letzte Teil gedreht. Das ist nicht weit von uns hier. Ja. Ja. Es wird gerade gesagt, Fox Gaming sagt gerade, Royal Funk wäre mal cool. Ich bin mit Max im Gespräch tatsächlich. Kann man an der Stelle schon mal sagen. Kann man sagen. Mal gucken, der hat aber einen anderen Biorhythmus. Wir haben einige spannende Gäste in Planung, Leute. Ja. Kann man gar nicht alle droppen, da würden ja... Erzählt mal. Aber also, Star Wars, ja. Star Wars hätten wir, was wäre bei Dirk? Ja, ist eine gute Frage tatsächlich. Also ganz im Ernst, ich liebe es krass, Interviews zu führen. Ich führe wirklich gerne Interviews. Und Da sind so viele, wenn die Leute spannend sind, also gestern der Thomas Pollmeier, das war so krass, es war plötzlich auf einmal so geil über Brot zu reden, das ist so mega. Du eine Leidenschaft und das finde ich halt so, wenn da jemand ist, der ist für irgendwas begeistert und der verbrennt für irgendeine Sache und ich kann mit dem drüber sprechen und ich habe da mindestens ein Grundinteresse und der schafft es, das bei mir auch nochmal zu wecken und ich in der Vorbereitung für so ein Interview kann ich mich da reinfuchsen, dann gibt es echt auch da relativ wenige Grenzen, wo ich sage, boah, den will ich gar nicht da haben. Also sobald jemand eine spannende Geschichte zu erzählen hat, sofort sehr gerne. Ich habe aber wirklich gerade überlegt, ob es irgendwie aus einer
Fuck, Alter. Vielleicht aus der Band. Jennifer Lawrence. Ja, aber an Jennifer Lawrence habe ich direkt gedacht, aber da dachte ich, das ist jetzt voll Greifen richtig groß, oder? Nach den Sternen. Nach den Sternen, ja. Daisy Ridley. Jennifer Lawrence ist mega. Ich habe, wen ich tatsächlich angefragt habe hier für uns und nicht bekommen habe, das Lumpenpack aus. Ist ein deutsches Musikerduo. Die kommen so in der Poetry Slammer Szene. Da kommen die her ein bisschen und starten halt gerade voll durch mit ihrem zweiten oder dritten Album, weiß ich gar nicht. Und die habe ich tatsächlich mal einmal in Bielefeld, als ich noch für Campus TV mit den Hörsaal Slam dort produziert habe, sind sie da aufgetreten, waren da der Pausenclown quasi und ich habe an dem Tag die Reportage da gedreht und ich habe versäumt, mit denen dort zu sprechen und mich mit denen zu connecten. Und dann habe ich jetzt irgendwann mal, habe ich die schon, glaube ich, zweimal übers Management angefragt, als sie hier in der Ecke waren, ob sie Zeit haben, das zu mit einem Studiobesuch. Ist es die Herausforderung, die Leute dann auch immer zeitlich ins Studio zu bekommen, oder? Das ist es, oder? Das ist eine große Schwierigkeit, ja. Ja. Bei uns ist nämlich so, dass ich auch am Anfang gedacht habe, die kriegen wir nicht. Und ich merke zunehmend, dass halt dieses zu Hause mit einer Tasse Kaffee mal eben ein Notebook anschalten, das ist es halt doch, ne? Es gibt noch keinen Termin, nicht falsch verstehen, aber nur mal von der Dimension her. Er hat Kontakt aufgebaut zu Rammstein und ich habe gedacht, die werden niemals antworten. Sie haben geantwortet und haben gesagt, jo, können wir uns vorstellen? Wir machen das, wenn die Tourphase rum ist, ja? Kommen wir zum Talk. Ich bin hier vom Stuhl gerutscht. Ich habe gesagt, was? Ja, so wirklich. Ja. Aber das ist halt, die sitzen halt irgendwo mit dem Notebook, klappen das Ding auf, schalten sich dazu und sagen, gib ihm, komm. Zumindest haben sie gesagt, sie melden sich nochmal, jetzt müssen wir halt warten. Ne? Jetzt müssen wir erstmal warten, genau. Aber das auf jeden Fall ist ein enormer Vorteil. Ist wirklich so, also da schätzt euch glücklich, dass ihr euch da auf dieses System eingeschossen habt. Das ist halt, glaube ich, super dankbar, um da halt so viel Variation in den Stream zu bekommen. Das kann ja vor allen Dingen jetzt Skype, wie gesagt, außer wir, kann das natürlich auch jeder Host irgendwie bedienen. Und ist dann halt am Start. Also auch jemand, der nicht jetzt irgendwie technikaffin ist und irgendwie, keine Ahnung, aus der Politik kommt und keine Ahnung hat von Technik. Ist es so, du hast recht. Er kann halt dabei sein, weißt du? Ja, so ist es. Für uns war auch nur die einzige Entscheidung, weil Skype dieses NDI-Plugin unterstützt, was OBS hat. Deswegen haben wir gesagt, wir machen es. Wir hatten es am Anfang mit Discord und da haben wir sogar hier Timo Wölken haben wir sogar auf Discord geholt, ja. Wir haben gesagt, wir benutzen Discord, das musst du dir installieren. Ja, so ist es. Gut. Ich will auch gar kein Skype-Bashing weiter irgendwie vorantreiben. Es ist halt einfach nur für hatten uns wir jetzt hier nicht so einfach. Ihr denkt normal schon, ihr seid schon professionell unterwegs, ihr habt damit nichts mehr zu tun, sag's ruhig. Ganz ehrlich. Was Dirk eben gesagt hat, fand ich sehr spannend. Bei mir ist es eher, ich mache das auch sehr gerne mit Menschen talken, aber ich muss dir ehrlich sagen, ich habe ganz gerne so mir gegenüber sitzen auch jemanden, der eine völlig andere Meinung hat, wo man versucht auch so ein bisschen, weißt du, so ein bisschen, darf ich dir ganz ehrlich sagen, mein Traumgast wäre Thomas Gottschalk. Nicht, weil Thomas Gottschalk ist, sondern weil er mal gesagt hat, ich werde niemals in irgendeiner Internetsendung mich hinsetzen und mit denen talken, das ist nicht meine Welt. Und genau dieser Nummer würde ich gerne aufs Zahnfleisch fühlen. Weißt du, da würde ich gerne nachgraben. Da würde ich wissen, warum. Was ist anders? Weißt du, wie ich meine? Thomas Gottschalk, ja. Der hat unseren lieben Grüße. Hier, Grüße gehen raus an diese Video-Creator von YouTube. Ja, aber die machen das ja auch nicht live. Ja. Da hat er ja schon abgesagt. Ja, aber die machen das ja nicht live. Ja, Die machen Videos. Ja, immer, wir haben so viel. Ich hätte aber eine wichtige Frage, weil ihr habt von MacTruck The Written Dog. Ihr wollt ja auch ins Office, ihr müsst da arbeiten. Der hat 15 Fragen reingeballert, aber eine möchte ich davon gerne stellen. Und zwar, ihr habt gesagt, ihr habt euch damals bei Facebook angefreundet und habt dann, dann ist alles zum Laufen gekommen. Er hätte die Frage, das ist Frage Nummer 12, ich habe sehr viele übersprungen. Was ist für euch das Wichtigste einer guten Freundschaft und wie ist diese bei euch entstanden? Ein weiter hoch. wir haben gleich, egal. Ist doch egal, ja. In einem Meeting. Und da, Die Leute kommen schon rein. Ja. Was war die Frage? Ihr habt die Frage nicht verstanden, ja. Ja, ich war richtig abgelenkt gerade. Ja, war eine schöne Sendung heute mit Nerdstar. Deswegen. Wir müssen ins Meeting. Wir haben noch einen Moment Zeit, aber sorry, bitte nochmal wiederholen. Ja, also ihr habt. Ich frage jetzt einfach die Frage. Frage Nummer 12 von MacTruck The Rotten Dog. Was ist für euch das Wichtigste einer guten Freundschaft und wie ist diese bei euch entstanden? Alter, das ist jetzt so richtig Klischee und langweilig, aber es ist vor allen Dingen Vertrauen. Also jetzt vor allen Dingen mit unserem
mit unserer beruflichen Verknüpfung, dass wir einfach gemeinsam gegründet haben und dass das so gut klappt, bei so viel Arbeit und so viel jetzt dann immer mehr getrennten Aufgabenbereiche, ist, dass man einfach sich gegenseitig vertraut und dass man weiß, der andere gibt genauso viel Vollgas wie ich. Man spricht dieselbe Sprache, man hat ein sehr ähnliches, wenn nicht identisches Ethikgefühl, was halt klar geht und was nicht klar geht. Ich glaube, das sind so die Grundpfeiler. Wenn jetzt jemand ist, der irgendwie zum Beispiel sagt, Rassismus ist aber okay, dann kann ich aber so ein bisschen Rassismus ist schon okay. Dann kann ich mit dem auch nicht befreundet sein. Also man muss da schon irgendwie so, ich glaube, so auf einer Linie sein, was so das Grundverständnis. Und ganz ehrlich, ich glaube, wir haben beide, und das ist schön, also das ist was ich an Marcel halt schätze. Geiler Typ. Der hat nicht einfach ständig irgendwie Sand in der Muschi. Ja, das zum einen. Und Sand in der Muschi. Weil das ist geil. Wirklich, das ist das, was uns beide, glaube ich, wenn einer ständig mit irgendwelchen Befindlichkeiten nachtragend unterwegs ist. Oder ständig bestätigt. Und dann irgendwie sich noch so, also wir geben uns eine Menge Feedback, wir besprechen uns mit allen Sachen, wie gesagt, auf einer sehr vertrauensvollen Ebene. Aber es ist nicht so, dass selbst wenn man mal, natürlich haben wir auch mal unterschiedliche Meinungen, aber das bedeutet dann nicht irgendwie, dass der eine dem anderen dann irgendwie lange Zeit übel das nimmt oder dann sagt, ja, jetzt kann ich aber mit dir so nicht mehr schlafen. So, also das ist, ihr wisst, was ich meine. Das ist halt einfach, das ist ein Problem. Deswegen wubbeln wir immer morgens. Ihr wubbelt. Ja. Jeden Morgen, ja. Jeden Morgen wubbeln wir. Durch die Küche. Könnt ihr das mal vormachen? Nee, jetzt nicht. Das machen wir in der Küche. Wir starten jeden Morgen hier im Team mit einem gemeinsamen Frühstück. Das ist unheimlich, weißt du, wie ich meine? Unheimlich intim. So. Mm. Nee, aber finde ich schön. Finde ich schön. Hat er wirklich, ja. Ja. Kann man auch mal klatschen. Ich fand das gar nicht so. Ich fand das auch gar nicht langweilig. Du hast gesagt, das ist so langweilig. Nee, so klischeehaft. Ja. Aber ist doch schön. Das ist, ja. Kriegen wir ein paar Herze in den Chat, Leute? Ja, ein paar Herze für die Nerdstar-Jungs. Ausrufezeichen Nerdstar-TV übrigens. Dann kriegt ihr alle wichtigen Links. Und Ausrufezeichen Marci und Ausrufezeichen Dirk oder Dirk, wie ihr das möchtet. Wichtige links, aber nicht wichtige rechts, denn da sind wir, haben wir gerade geklärt, sind wir definitiv gegen. Da sind wir gegen. Das ist wichtig. Bevor wir so langsam zur Speedrunde und zum Ende kommen und ihr dann auch nachher das letzte Wort habt hier auf Maschine TV. Ja. Ich habe eine Frage, seid ihr dieses Jahr mit Nerdstar TV auf irgendwelchen Events noch anzutreffen? Ja. So will ich das sehen, Chat. Also wir werden definitiv auf der Gamescom massiv unterwegs sein, dort allerdings vor allen Dingen in der Dienstleisterfunktion in Kombination eben mit dem Sender. Das heißt also, wir setzen dort für mehrere Partner eben die Livestreams um. Da werden wir die Tage mal noch ein bisschen mehr zu erzählen, wenn wir das alles irgendwie öffentlich machen dürfen. Okay. Und also Gamescom auf jeden Fall, da sind wir irgendwie die komplette Woche und noch drüber hinaus. Wir sind dieses Jahr auf der Mac auf jeden Fall noch in Erfurt. Auch da werden wir wieder mit der technischen Umsetzung sind. Wer die Mac noch nicht kennt in Erfurt, check das aus. Super geil, Manga Anime Games, Hammer, also ich tatsächlich eine Hammermesse. Das ist ein kleiner Insider. Ich habe sie einmal, irgendwer hat gefragt im Livestream, wofür steht eigentlich Mac? Ich so, Manga Anime und ich glaube Comics oder so. Manga Anime und Comics. ja, also Mac. Der Running Gag. Ja, und auf der Spiel. Oh und ja, die Spiel in Essen. Die Brettspielmesse. Und das ist für mich tatsächlich so ein schöner persönlicher Triumph. Ich bin großer Brettspielfan und dann seit, ich glaube, 2 Jahren versuchen wir immer mal wieder, einen Livestream auf das Spiel umsetzen zu können und irgendwo an dem Stand mit einem Partner zusammenzuarbeiten. Und dieses Jahr klappt es das erste Mal. Und das wird sehr, 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 sehr großartig. Und also, im Oktober seid ihr nicht da auch irgendwo? Ja, Oktober ist ja, glaube ich, die Mac, ne? Und die Spiel. Und dann ist noch die Arten Games. Die Arten Games. Ich auch. Genau, die ist halt zeitgleich zu Spiel, wo wir dann auch im Grunde am Start sein werden und da wieder das Kaminzimmer beantworten. Ja, haben wir gehört, ihr habt das Kaminzimmer. Das habt ihr uns weggeschnappt. Deswegen kommen wir nicht. Ja. Kommen wir mal zusammen mit dem Kaminzimmer. Das Privileg des Ersten, genau. Wir waren ja schon letztes Jahr auf der Arten Games. Aber ist Platz genug, wenn ihr tatsächlich dann da seid, man munkelt ja schon an der einen oder anderen Stelle, dann lade ich euch sehr, sehr gerne ein. Dann lasst es doch zusammen machen einfach. Ja, wir hatten die Überlegung, wir machen dann Folgendes, wir streamen erst bei uns und ihr moderiert das bei uns weg und wir drehen den Spieß dann um. Also. Ja, so, dann können wir das mit dem tauschen, müssen wir nicht immer rüberfliegen alle mal. Ja, natürlich, ne? Ja. Wobei rüberfliegen wäre auch schön, Mann. Ja. Ja. Was hast du noch dieses Jahr? Wir haben unter anderem unser Community-Grillen noch, ja, zum das Beispiel. Das ist geil. Dann bei uns tatsächlich. Das machen wir einmal im Jahr, dass wir alle Leute aus der Community zu uns einladen für Drinks und Würstchen.
und, und vegetarisches. Schmeißen und, eine große Feierei und bei uns am Studio. Alles. Lass uns sowas auch machen in Irland. Kommt in Irland kommt ja keiner und ja, wir haben dann alles. Also, schön geringert, aber das ist wirklich sehr schön. Wir haben das jetzt, wir machen das jetzt das dritte Jahr. Und das zweite Jahr hier bei uns im Studio. Wir haben nämlich erst überlegt, keine Ahnung, wie viele kommen, kriegen wir das überhaupt hier hin? Und mit der vielen Technik, wenn hier viele Leute sind, ist das halt auch einfach schwierig, weil die Wege sind ganz schön eng hier bei uns. Auch wenn das Studio, denke ich, eine okay Größe hat, ist es trotzdem, gibt es halt ein Nadelöhr an der einen oder anderen Stelle. Ja, also für hier drin viele Leute ist nichts. Das ist auch Technik und so. Es war letztes Jahr so schön, dieses Kann da jeder vorbeikommen? Da kann jeder vorbeikommen. Ihr seid auch wenn er nicht zur Community gehört? Definitiv, klar, kommt rum. Ach so, cool. Wenn ihr keine Arschlöcher seid, kommt gerne rum. Also dann müsst ihr kurz Bescheid sagen und dann evaluieren wir, ob wir euch gut genug finden. Ja. Nein, also es ist halt offene Einladung. Hier gibt es halt irgendwie, wir stellen den Grundstock an Getränken und Verpflegung und es bringen halt aber so viele Leute immer irgendwie dann so, weißt du, das Typische, du bringst einen Salat mit und man hat halt immer super viel Kram. Hinterher hat man 2000 Salate und ist so, oh. Das ist schon geil. Also also sollten wir kommen, bringen wir einfach ein bisschen Fleisch mit von Irland. Angus Beef. Wir bringen frisches Schaf mit, ja? Ja. Milch. Ganzes. Also, dass die so geil ist drüber euch. So. Nice. Ja, das ist auch krass, Mann. Ich finde das klasse. Das hat auch so ein bisschen, es gibt so einen anderen Kanal, ganz schnell noch, der ist auf YouTube, ja. YouTube, man will es kaum glauben, aber die finden, ich feier die Jungs. Die machen auch immer so, das hat so ein bisschen Bauernhof-Flair hier. Wie heißt das? Klimansland, kennt ihr das? Klimansland, natürlich, ja. Super Nummer, oder? Ich finde das klasse. Ja. Video. Macht ihr auch Videos? Die Jungs haben gleich Video-Meeting. Nee, haben die doch gar nicht, haben sie doch gesagt. Das war jemand anderes. Ach so, haben sie. Jetzt haben sie wohl gesagt, ja. Okay. Gibt's irgendeinen kleinen Teaser, den man auspacken kann für euren Kanal in der Zukunft? Lass mal kurz überlegen. Ja, also wir haben. Also ich glaube, ja. das Spannendste, was jetzt große Veränderungen einfach mit sich bringen wird, ist die Zeit jetzt nach der Gamescom, weil wir da unser Programm eine ganze Ecke überarbeiten und da uns versuchen, selber etwas neu zu erfinden, um halt noch mehr dieses, was ich sage, ihr seid so schön Twitch, ihr seid halt komplett so das, was Twitch ausmacht und das wollen wir noch intensiver in unser Programm einbauen und da einfach ein bisschen vogelfreier werden. Also nach der Gamescom ist, glaube ich, so das, was man anteasern kann, wo sich bei uns auf dem Sender was tun wird. Das ist die Übernahme. Wo wir sehr viel Freude dran haben werden. Ja. Ich habe eine Frage an euch. Könnt ihr das verraten? Wollt ihr das verraten? Ist bei euch so in den Planungen, wenn ihr so das schwer, wenn ihr in die Zukunft schaut, auf eure Formate schaut, die ihr wahrscheinlich gerade vielleicht schon so ein bisschen seht oder kennt, gibt es ein Schwergewicht eher in Richtung Unterhaltung oder Gaming? Oder beides. Ich glaube tatsächlich, dass sich das Verhältnis nicht so großartig ändern wird. Das war, wir haben ja den Unterhaltungsteil eher noch hochgeschraubt zuletzt, dass wir jetzt auch mal diese mit der Kochsendung zum Beispiel und so weiter. Ja. Ich glaube, dass es in einem ähnlichen Verhältnis bleiben wird, aber tatsächlich werden wir genau damit ein bisschen rumexperimentieren. Auch. Genau. Okay. Letztendlich ist das auch so ein bisschen völlig abhängig von den Leuten, die hier dann auch im Grunde da sind und was so deren Leidenschaft ist, weil das ist das, was Dirk ja schon sagte, heute, dass es hier auch so eine Spielwiese ist. Und man hat im Grunde, vielleicht hat man einen Retro-Fimmel, wie unser Maxi beispielsweise, und der kann dann einfach seine Retro-Sendung umsetzen. Und das ist halt bei uns super abhängig von den Personen, weil wir halt einfach nicht was machen wollen, worauf wir keine Lust haben, sondern wir wollen halt einfach möglichst authentisch sein und möglichst viel Spaß machen, Sachen, die wir machen. Ja. Und deswegen ist das halt auch immer so ein bisschen so, okay, ich habe völligen Hype gerade auf Thema X. Und dann überlegen wir, okay, was für eine Sendung können wir daraus bauen? Beispielsweise die Lena, die sich jetzt super gefreut hat auf das Sims 4 Update. Die haben das ja nochmals überarbeitet zuletzt. Und da haben wir das Format die Nerdster WG, wo wir dann auch überlegt haben, okay, wir wollen die Sims 4 spielen. Wir wollen aber irgendwie so eine Interaktivität schaffen. Das heißt, in jeder Folge gibt es eine Abstimmung. Wer wird als nächstes erstellt? Die Zuschauer können sich selber erstellen, in die Welt setzen. Und dann gibt es halt so sehr merkwürdige Geschichten, die so passieren. Und das sind halt so Elemente, die wir dann uns überlegen zu den Strecken. Sehr cool. Ja, ich mache die Harmonie zwischen uns kaputt. Also mit dem ganzen Umstellen nach der Gamescom habt ihr dann auch die Hoffnung, uns einzuholen. Exakt, ja. Das wird voll. Genau. Also er meint es eigentlich auf die Uhrzeit. Ich hoffe, ihr macht weiter um 11 Uhr Gas, damit wir unser Programm dann auch qualitativ, unsere Zuschauer auch in ein weiterführend qualitativ zu euch hosten können. Ja, ich habe es wiederhergestellt. Ja. Danke. Endlich ist jemand da vorne mal hingekommen, der da genau da aufhört, wo wir anfangen. Das ist perfekt. Ja, ne?
Jetzt müssen wir. Wir sind eure Vorband. Ist die, in Ordnung. Wir sind die Vorband auf dem Konzert. Nee, ich habe tatsächlich eine Frage. Habt ihr irgendwann. Möchtet ihr, ich weiß nicht, ob das in Planung ist, ein 24-7-Kanal werden oder sagt ihr, nee, das ist nicht der Fall? Also du musst dir mal überlegen, dass die Bohnen jetzt so als 24-7-Internetsender-Modell ja irgendwie mit 100, um die 100 Mitarbeiter am Start sind. Die sind, glaube ich, mit 40 gestartet. 40 oder 60, ich glaube 40 waren. Nee, gar nicht so viel, die waren 30, glaube ich, nur. Aber ganz, aber es ging schnell. Ja, es ging schnell nach oben, aber da kann man sich auch so ein bisschen vorstellen, was für ein Personalaufwand das ist. Und ich glaube, dass wir auf jeden Fall in naher und mittelfristiger Zukunft immer noch dieses Uhrzeitmodell fahren wollen. Also, dass wir schauen, wann ist unsere Primetime, wann erreichen wir unsere Zielgruppe und die Zuschauer, die wir dann bei uns halt sehen und rüsten daraufhin unser Programm und versuchen da halt einfach den bestmöglichen Content zu bringen. Weil wenn du dann einfach 24 Stunden live bist, ist halt auch viel Wiederholung mit dabei, ist halt viel vielleicht im Grunde Füllprogramm mit dabei und eigentlich wollen wir dann eher hochwertigen Content haben, der dann halt zielgerichtet auf die einzelnen Slots dann produziert ist. Aber auf jeden Fall, also die Sendezeit erhöhen, ist immer die Mission. Personal zu erhöhen, Sendezeit zu erhöhen, das ist immer so das, woran wir tagtäglich arbeiten. Aber nicht zwischen 9 und 11. Nicht zwischen 9 und 11. Noch nicht. Noch nicht, genau. Aber wir freuen uns. Wie lange ihr das noch macht zwischen 9 und 11? Irgendwann seid ihr bestimmt auch. Wollt ihr auch ins Abendprogramm oder nicht? Primetime, ja. Für uns also ich kann dir sagen, ohne inhaltlich zu viel zu teasern, das weiß unser Publikum auch, der große Traum, Late Night, der ist auf jeden Fall da. Wie man das ein oder andere Format vielleicht auch klassisch aus der Fernsehwelt kennt. Das heißt jetzt viel, aber wir wollen es ja auch noch nicht teasern. So. Aber wir freuen uns auf jeden Fall, dass es sehr viel hochwertiges qualitativ hochwertiges anderes Format. Der Dirk hat es heute gesagt, weil wenn ich auf Twitch, also ich gucke privat eigentlich fast gar kein Twitch mehr, weil ich den ganzen Gaming-Content, jeder zockt, jeder sitzt da, nur noch zocken, das ist mir einfach too much, sage ich ganz ehrlich. Ich will unterhalten werden so und das machen wenige Sender. Das ist jetzt keine Schleimerei, das macht ihr. Wenn wir hier morgens, wenn die Sendung vorbei ist, gehen wir in die Redaktionsarbeit und da lauft ihr doch sehr oft bei uns hier, und morgens in der Küche und so, ich finde das ganz cool, so, das unterhält mich so, das ist in Ordnung. Deswegen aber Ausrufezeichen Nerdstar TV, dann kriegt ihr nochmal alle Links, auf jeden Fall ein Follow da lassen oder ein Sub oder was auch immer, Ausrufezeichen Marci, Ausrufezeichen Dirk, und die müssen nämlich jetzt gleich ins Meeting. Deswegen die Speedrunde. Ganz schnell. Ja. Also, ich fange an. Ja. Ja, ihr Sechs. Entscheidet. Nee. Ja? Zu früh. Was? Pizza Hawaii. Also wir fangen. Jetzt haben sie mich rausgebracht. Wir fangen an mit Marci. Die sind geschult. Pizza Hawaii, ja oder nein? Nein, Alter, was? Nein. Seid ihr irre? Dirk, vervollständige folgenden Satz. Marci ist? Frech. Frech? Das ist ja cool. Erst kurz. Speedrunde. Marci, Fast Food oder selbst kochen? Fast Food, scheiße. Dirk, Lieblingsdrink? Apfelschorle. Nächste Frage an beide. Ja, Marci als erstes. Tinder, ja oder nein? Also ich habe meine Freundin auf Tinder kennengelernt. Also ja, ist ein gutes Ding. Ja. Dirk? Was? Tinder, ja oder nein? Also mir war woanders. Noch nie ausprobiert. Der will jetzt eine Apfelschorle. Ja, jetzt wieder an beide. Passt auf, was ihr antwortet. YouTube oder Twitch? Twitch. Das kam ja zusammen. Jetzt wieder an beide, das finde ich auch spannend. Lieblingsband, Marci? Lower Than Atlantis. The Offspring. So The Offspring vielleicht. Aber die sind wirklich gut. Aber auch nur vielleicht. Marci, vervollständige folgenden Satz. Dirk ist... Frech. Dirk ist frech. Das geht nicht, das ist ich schon. voll lame. Vielleicht noch ein letzter vervollständiger Satz an euch. Wie fandet ihr heute den Auftritt und das Drumherum? Wie hat es euch gefallen? Ich fand mich sehr gut. Ja. Ist es weird, interviewt zu werden? Ja. Also ist mega weird. Wir interviewen auch nicht. Wir machen Talks statt Interviews, ja? Ich fühle mich sehr wohl bei euch. Es ist weird, angetroffen zu werden. Ja. das wollte ich hören, Marci. Das ist unser Ziel. Ich habe mich gut betreut geführt und das war schön. Aber das Catering war scheiße.
Das stimmt. Ja, das, ihr habt doch genug Brot da. Ja. Jungs, bevor ihr los müsst, wir wollen nicht weiter eure Zeit stehlen. Euch gehört das letzte Wort. Unseren Gästen gehört immer das letzte Wort. Das Publikum, was gerade zuschaut. Eure Leute, unsere Leute, was wollt ihr loswerden? Uns gehört ja sonst nicht viel. Gehört uns wenigstens das letzte Wort. Ja, wunderbar. Ey, ohne Scheiß, ich finde es so wunderbar, dass so welche Sendungen entstehen, dass einfach Leute sich hinsetzen und sagen, hey, ich habe Bock auf eine Morningshow und mach sie genau so, wie ich sie schauen würde und wie es mir gefällt und dass dann so viele Leute mit dabei sind, die dann da Freude dran haben. Behaltet euch das alle dabei, dass ihr in die Streams reinschaut, euch mutig seid, neue Formate euch anzuschauen und dem eine Chance zu geben, weil meistens ist ja so, kenne ich nicht, will ich nicht. Schaut einfach mal rein und gebt den ganzen vielen kreativen Leuten da draußen eine Chance. Die machen wahrscheinlich einen sehr, sehr guten Job. Ausnahmen gibt es natürlich immer, aber gebt auf jeden Fall da weiter Chancen. Also vielen Dank für die Einladung und vielen Dank, dass ihr alle mit dabei wart. Und ich würde sagen, Leute, beeft euch nicht so an, sondern versteht euch mal ein kleines bisschen alle untereinander. Ist alles nicht so, ist wirklich alles nicht so schlimm. Nerdstar TV, Marci und Dirty Dirk, meine Leute, meine Zuschauer an den Fernsehgeräten da draußen. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Uns hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Wir gehen in die kurze Pause, dann gehen wir nochmal über das Wochenprogramm für nächste Woche, denn wir haben gleich Wochenende. Und ich habe das Gefühl, wir sehen uns wieder mit den Jungs. Das war nicht das letzte Mal. Das war nicht das letzte Mal. Leute, lass mich hoffen. Wir gehen in die Pause und wir lassen die mal kurz schnell ins Meeting. Bis gleich. Ciao.